Ich sage immer ganz gerne, hallo liebe Erdlinge, hallo liebe noch Nicht-Veganer, denn liebe Erdlinge im Allgemeinen sind gemeint, das sind alle Menschen und alle Tiere, die mich verstehen könnten, und liebe noch Nicht-Veganer, für die sind diese Informationen mir ganz, ganz wichtig. Deswegen würde ich jetzt gerne in die Runde fragen, wer ist denn hier noch Nicht-Veganer? Bitte mal Hand heben. Okay, wir haben eine Menge Leute, die heute was dazu lernen können. Das finde ich super. Ja, normalerweise heißt unser Slogan, Klimaschutz beginnt auf dem Teller. Aber den habe ich heute für den Biodiversitätstag einfach mal abgeändert und habe gesagt, Biodiversität fängt auf dem Teller an. Letzten Endes ist unsere Ernährung ausschlaggebend für ganz, ganz viele, also für die Überschreitung ganz, ganz vieler planetarer Belastungsgrenzen, unter anderem auch der Biodiversität. Und da legen wir heute mal den Fokus drauf. So, dieses Bildchen, ich weiß nicht, die Älteren unter Ihnen, die können sich vielleicht noch daran erinnern. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit meinen Eltern früher unterwegs war. Wir sind keine 200 Kilometer weit gekommen auf dem Weg in den Urlaub, da mussten wir die Scheibe freikratzen, weil die voller toter Insekten war. Heutzutage muss man das quasi gar nicht mehr machen. Und das ist ein Wahrnehmungsproblem, wenn man sagt, das ist ja normal. Ja, weil man sich nicht mehr, man kann sich zwar noch daran erinnern, aber irgendwie ist das ja normal geworden. Also ich lese mal vor, langsam ablaufende Prozesse, wie das Artensterben oder auch der Klimawandel, verändern sich im Laufe unseres Lebens. Und dabei machen wir regelmäßig den Fehler, den aktuellen Status quo als Normalität anzunehmen, selbst wenn wir uns noch irgendwie daran erinnern können, dass es früher mal ganz anders war. Und kaum jemand ist heutzutage wirklich bestürzt darüber, wie wenige Insekten nach einer Autofahrt auf der Windschutzscheibe kleben. Also jetzt nicht falsch verstehen, natürlich sollten wir bestürzt darüber sein, wenn ein Insekt stirbt an unserer Windschutzscheibe, aber wir sind nicht bestürzt darüber, dass es nur noch so wenige gibt in der Luft, weil wir das irgendwie völlig normal finden. Und dieses Phänomen nimmt uns das Gefühl der Dringlichkeit. Also wir merken gar nicht, dass ein riesengroßes Problem vorherrscht, weil wir durch diese shifting Baselines immer das, was gerade aktuell normal ist, für gegeben ansehen und gar nicht merken, dass da irgendwie ein riesengroßes Problem sich entwickelt hat, weil es so lange gedauert hat. Aber wie schlimm ist es eigentlich wirklich? Wenn wir mal auf diese Grafik hier schauen, das hier vorne, man kann es kaum erkennen, ist die normale Aussterberate pro 1 Million Arten pro Jahr. Also 0,1 bis eine Art pro Jahr, pro 1 Million. Ich glaube, wir haben 4 Millionen Arten auf der Welt, also so 4 Spezies sind normal, dass die aussterben pro Jahr. Das Stockholm Resilience Center hat eine Aussterberate von 1 bis 10 als planetare Grenze definiert. Und überschreiten wir planetare Belastungsgrenzen, dann verlassen wir den sicheren Handlungsspielraum, in dem wir von einer reibungslosen Funktion unseres Ökosystems Erde ausgehen können. Und die aktuelle Aussterberate, Sie sehen es ganz rechts, das ist der rote Balken, liegt 1000-mal höher als die normale Hintergrundrate. Es sterben 1000-mal mehr Arten aus, als es völlig normal wäre. Wir können ja in den fossilen Geschichtsbüchern forschen, wie viele Arten gab es früher, wie viele sind ausgestorben. Und im Moment sind wir, man sagt es auch immer, im dritten Massenaussterben auf diesem Planeten. Und das ist menschengemacht. Nochmal zum Thema, wie schlimm ist es wirklich? Bevor Arten aussterben, geht natürlich erstmal die Bestände zurück und damit ihre Biomasse, also das Gewicht dieser Art. Ne? Wenn man alle Mitglieder dieser Spezies zusammenrechnet und auf eine Waage legt. Und die bisher umfangreichste Untersuchung, die sogenannte Krefelder Studie, hat 2018 festgestellt, über einen Zeitraum von 27 Jahren haben die jedes Jahr die Biomasse der Fluginsekten dort gewogen und gemessen, ging die Biomasse in Naturschutzgebieten, wohlgemerkt, also nicht auf irgendeinem konventionellen Feld, sondern in Naturschutzgebieten, um mehr als 75% zurück. Auch der WWF hat 2018 in seinem Living Planet Report, diese Zahlen sind 2022 wiederholt worden, deswegen steht da unten Quelle 2022, angegeben,
dass zwischen 1970 und 2018 knapp 70% aller Säugetiere, Vögel, Fische und Reptilien, also aller Wirbeltiere, zurückgegangen sind. Auch eine erschreckende Zahl, finde ich. Also fast 3/4 aller Wirbeltiere sind verschwunden von unserem Planeten in nur 48 Jahren. Das International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES, also der Weltbiodiversitätsrat, hat in seinem 2019er Report gesagt, dass in den nächsten Jahrzehnten ca. 1 Million Arten, also ein Viertel aller Arten auf diesem Planeten, vom Aussterben bedroht sind. Also es sieht wirklich, wirklich schlimm aus, was auf unserem Planeten so passiert. Und wir sehen es nicht wegen dieser shifting baselines, weil es einfach zu langsam geht für unsere Wahrnehmung. Die Frage, was geht uns das denn an? Ich meine, wir haben unsere Häuser, wir haben unsere Autos, wir haben unseren Job, alles ist cool, im Supermarkt gibt es was zu essen. Ist mir doch egal, dass die alle aussterben. Die nerven sowieso die Mücken und die Insekten, die ganzen Käferchen. Aber wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, Sie sehen, die Biodiversität ist quasi das Fundament, auf dem wir Menschen unser Leben bestreiten. Und eine hohe Biodiversität oder Artenvielfalt ist wichtig für die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme gegen Umweltveränderungen. Und wenn wir uns den Klimawandel anschauen, dann wissen wir, es gibt sehr, sehr viele Umweltveränderungen, die jetzt in naher Zukunft auf uns zukommen, auch sehr heftige mit steigenden Temperaturen, mit Dürren, mit Überflutungen und so weiter. Und je weniger Spezies in diesem komplexen System vorhanden sind, desto anfälliger ist das System für einen Kollaps. Und wenn Ökosysteme kollabieren, weil wichtige Arten aussterben, dann entfallen auch wichtige Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel die Erzeugung von Nahrung, sauberes Wasser, saubere Luft oder auch die Speicherung von Kohlenstoff. Also nur mal als Beispiel, wenn zum Beispiel die bestäubenden Insekten alle aussterben würden, dann könnten wir 3/4 unserer Nahrungsmittel abschreiben. Es gibt noch ein paar Gräser, die über die Luft bestäubt werden, die könnten wir noch essen. Aber Obst, Gemüse und so weiter gibt es dann nicht mehr. Es gab ein Interview in der GEO mit dem Biodiversitätsprofessor Matthias Glaubrecht von der Hamburger Zentrum für Naturkunde. Und der sagte in diesem Interview, also erstens mal, das Artensterben zu ignorieren, ist vielleicht der größte Fehler der Menschheit. Und er hat das Ganze schön beschrieben, deswegen lese ich das mal vor. Die Artenvielfalt ist wie eine genetische Datenbank. Stellen Sie sich die Artenvielfalt unseres Planeten einfach wie eine Festplatte vor, von der wir mehr und mehr Daten einfach so wahllos rauslöschen. Und vielleicht gehen am Anfang nur irgendwelche paar Fotos verloren, die wir vielleicht noch nicht angeschaut haben. Und selbst ganze Programmteile werden gelöscht, von deren Funktion und Bedeutung wir überhaupt keine Ahnung haben. Wenn irgendwelche Pflanzen im Amazonas aussterben, die vielleicht irgendwelche medizinischen Wirkungen gehabt hätten, wissen wir nicht. Die sind ausgestorben, bevor wir sie erforscht haben. Und das Problem ist, wenn wir so weit weiter Daten löschen, bis es bei diesem Datenverlust zu einem Systemabsturz kommt, also weil wir zum Beispiel Teile vom Betriebssystem gelöscht haben durch unser Handeln auf diesem Planeten, dann kollabiert das ganze Ökosystem Erde. Wir haben kein Backup, es gibt kein, there is no planet B, es gibt keinen zweiten Planeten, auf dem wir dann auswandern können. Und wie sagt Peter Fox in seinem neuen Song so schön, wenn Elon Musk auf dem Mars will, scheiß kalt und arschweit weg. Also wir können nicht mal eben auf den Mars ziehen, da gibt es übrigens auch nichts zu essen. Okay, also die Erkenntnis ist, es ist schlimm und es ist auch schlimm für uns. Aber die Frage ist natürlich, was kann ich denn jetzt dagegen tun? Was denken Sie, was könnten wir tun, um die Artenvielfalt zu schützen? Hat jemand eine Idee? Bitte? Eine Imkerei betreiben. Imkerei ist super für gezüchtete Honigbienen, ist aber extrem schlecht für Wildbienen, weil die Honigbienen darauf gezüchtet sind, früh auszuschwärmen. Das fressen den Wildbienen alles weg. Also Imkerei mit Zuchtbienen ist tatsächlich schlecht für die Artenvielfalt, leider. Sie hatten auch noch Ja, wir verzichten auf fossile Brennstoffe und veganes Essen.
Ja, verzichtet auf fossile Brennstoffe, weil natürlich der Klimawandel auch dazu beiträgt, dass Ökosysteme degradieren und Arten sterben. Vegane Ernährung, super. Jetzt haben Sie schon vorweggenommen. Dann können wir den Vortrag jetzt beenden. Er hat die Antwort schon gegeben. Okay, wir sehen uns raus. Nein, ich erkläre es nochmal im Detail. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel so Steinvorgärten. Ne? Wenn Leute sagen, oh, das ist mir zu viel Arbeit, wenn ich da Unkraut jäten muss, ich gebe jetzt meinen Vorgarten mit Steinen voll. Ich empfehle eine Facebook-Seite, die heißt Gärten des Traumes. Da sind überall diese Fotos drin. Da bin ich auch drin. Ja, es ist erschreckend, wenn man da mal diese neuen Fotos sieht. Ja, tatsächlich ist das ein Faktor, aber dieser Faktor ist leider minimal. Also, ob wir jetzt in unseren Städten und Siedlungen Steinvorgärten haben oder nicht, das macht kaum einen Unterschied. Natürlich ist es super, wenn da ein unaufgeräumter Garten ist und in dem es viele Nischen gibt für die Insekten, aber die von Menschen bebaute Fläche auf diesem Planeten macht ungefähr 1% der nutzbaren Fläche aus. Und wenn wir jetzt mal Wasser, Meere, Gletscher und Wüsten rauslassen, von der nutzbaren Fläche, die wir besiedeln könnten, haben wir nur auf 1% überhaupt betoniert, mit Industriegebieten, Straßen und Städten. Und was weiß ich, wie viel Prozent davon sind Steinvorgärten. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Aber schauen wir mal weiter, was unser Essen damit zu tun hat. Bitte schön. Vielleicht könnte man die Landwirte mal dazu bewegen, neben den Äckern und Streifen freizugeben und dort Wildblumen auszumachen. Ja. Und der Bauer, der profitiert ja auch davor von den Insekten. Ja. Wenn da jetzt an den Insekten da ist, wird auch seine Frucht auf den Äcker auch nicht bestäuben. Ja. Und da sollte man wirklich mal so ein bisschen nachhaken. Ist natürlich auf freiwilliger Basis, denn der muss ja ein Stück Land opfern, wird aber vom Bund oder beispielsweise vom Land mit unterstützt. Ja. Ja, es gibt ja auch die gemeinsame Agrarpolitik der EU und da werden auch Gelder für solche Blühstreifen ausgezahlt. Aber wenn es konventionelle Landwirtschaft ist, Entschuldigung, wo Pestizide gesprüht werden, dann ist dieser Blühstreifen eigentlich auch eine Todeszone. Also ist ein guter Anfang, aber nicht wirklich eine große Lösung. Wir schauen mal in die Details. Für einen wirksamen und effizienten Artenschutz brauchen wir natürlich große politische Entscheidungen, internationale Schutzgebiete und so weiter. Das muss alles finanziert werden, das muss überwacht werden, ob diese Schutzgebiete auch eingehalten werden. Aber wir alle sind ja keine PolitikerInnen und können nicht mal eben so irgendwelche Gesetze oder Schutzgebiete einrichten, sondern das Einzige, was wir machen können, ist wählen und fordern. Liebe Politik, mach doch mal was. Darum ist die wichtigste Frage also, welche meiner Tätigkeiten hat denn den größten Einfluss auf die Artenvielfalt und wie kann ich sie vielleicht ändern, um da so ein bisschen zu beizutragen. Ich sage immer, das, was die anderen Menschen machen oder die Reichen und Mächtigen machen, das liegt nicht in meiner Hand, zu quasi 0%. Aber das, was ich selbst tue, liegt zu 100% in meiner Hand. Und wenn ich es tue, dann lebe ich anderen Menschen das vor und habe vielleicht dann doch noch so ein paar Prozent Einfluss auf die. Wenn ich nichts tue, bleibt alles, wie es ist. Ein schönes Buch, oder ein tragisches Buch eigentlich, was ich vor kurzem gelesen habe, vom Verschwinden der Arten und der Kampf um die Zukunft der Menschheit, habe ich mal ein paar Zitate rausgesucht. Die bedeutsamsten Gründe für den Artenschwund sind vor allem die veränderte Landnutzung, die Ausbeutung von Arten, der Klimawandel und die Umweltverschmutzung. Also das sind die Top 4 Gründe für das Artensterben. Mit weitem Abstand an der Spitze steht die Nutzung von Land und die Hauptursache hierfür ist die Landwirtschaft. Es kommt gleich noch eine Grafik, wo ich das mal grafisch darstelle. Nach der Umwandlung der Landoberfläche als wichtigste Ursache für den Verlust von Biodiversität folgt an zweiter Stelle die exzessive Nutzung von Tieren und Pflanzen. Konkret verantwortlich ist unser Konsum an Fleisch und Fisch. Damit ist jetzt nicht Fleisch und Fisch aus der Landwirtschaft gemeint, sondern die Jagd und Wilderei und so weiter. Und zum Thema Umweltverschmutzung, fast gravierender sind die schleichenden Prozesse mit langfristigen, großflächigen Folgen. Dazu gehört die Überdüngung in der Landwirtschaft mit Stickstoff und Phosphor und natürlich der Eintrag von Pestiziden und so weiter. Das heißt, zum Thema Umweltverschmutzung denken wir meistens an Plastikverschmutzung und so weiter oder irgendwie
Öl, was irgendwo ausläuft. Das sind lokale, große Katastrophen, aber wie hier in dem Buch steht, fast gravierender sind diese langfristigen Vergiftungen, die wir durch das jährliche Düngen mit Kunstdünger ausbeuten. Ein Report des Chatham House in Auftrag des UN-Umweltprogramms kommt zu dem Schluss, der Artenverlust beschleunigt sich weltweit. Das weltweite Ernährungssystem ist Haupttreiber dieser Entwicklung und als eine der größten Treibhausgasquellen treibt unser Ernährungssystem auch den Klimawandel an, was wiederum Wildtierhabitate zerstört. Sie haben es eben gesagt, mit fossilen Brennstoffen, die sind natürlich an Platz 1. Das Ernährungssystem ist auf Platz 2, was die globale Erwärmung angeht. Ohne Agrarwende wird sich das Artensterben weiter beschleunigen. Und der letzte Absatz ist eigentlich der für mich deprimierendste, auch wenn er ganz nett formuliert ist. Und zwar heißt es, die weitere Zerstörung von Ökosystemen und Wildtierhabitaten wird unsere Fähigkeit bedrohen, menschliche Populationen aufrechtzuerhalten. Das klingt ganz nett, aber wenn ich nicht mehr die Fähigkeit habe, eine menschliche Population aufrechtzuerhalten, dann heißt das im Grunde genommen, die Zivilisation bricht zusammen. Und es bricht Chaos aus. Und das ist eine ziemlich grausige Aussicht, wie ich finde. Hier haben wir ein Kuchendiagramm oder Donut-Diagramm, weil ein Loch in der Mitte ist. Und da sehen Sie die Landwirtschaft, also das hellblaue 46,6% intensive Landwirtschaft mit Pestiziden und Düngemitteln ist hauptverantwortlich für das Insektensterben. Also das sind jetzt nicht alle Arten, sondern nur Insektensterben. Und wenn wir aber weiterschauen, ein großer Teil der Entwaldung, das ist das rote hier, die 5%, der Veränderung von Flüssen und Feuchtgebieten, das ist das grüne, und nicht zuletzt des Klimawandels, hängt ebenfalls stark mit der Landwirtschaft zusammen. Das heißt, die Landwirtschaft ist nicht nur für ungefähr die Hälfte, sondern für mehr als die Hälfte des Insektensterbens verantwortlich. Das heißt, unser Essen ist das Hauptproblem. Aber irgendwas müssen wir ja essen, deswegen ist die Frage, was können wir noch essen? Wir müssen uns fragen, was sollte ich essen, wo am wenigsten Artensterben mit beeinflusst oder verursacht wird. Ein anderes Buch zum Thema Artensterben, Silent Earth, von Dave Goodson, der ist auch Mitglied dieses Biodiversitätsrats, dieses Weltbiodiversitätsrats. Da habe ich auch ein paar Zitate rausgenommen und der schreibt, Rinderfarmer in Brasilien sind verantwortlich für 80% der Brandrodungen im Amazonas. Also von den Flächen, die angezündet werden, um Land frei zu machen und nutzbar zu machen, sind 80% nur für Rinderfarmer. Und dadurch werden 340 Millionen Tonnen CO2 emittiert durch das Verbrennen der Bäume. Wir verwandeln Holz in CO2-Emissionen. Und weitere 240 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, also das sind andere Treibhausgase, die umgerechnet werden in CO2, um es vergleichen zu können, in Form von Methanemissionen. Sie haben vielleicht schon mal von Furzen und Rülpsen der Rinder gehört. Das heißt, Rinder sind Wiederkäuer und wenn die halt ihre Nahrung verdauen, produzieren die Methan. Die machen also aus Kohlenstoff Methan. Methan ist ein Treibhausgas, was viel, viel potenter ist. Also Erde viel, viel schneller aufheizt als CO2. Global gesehen trägt Rindfleisch nur zu 2% der konsumierten Kalorien bei, aber belegt 60% unserer Agrarflächen. Das ist völlig verrückt, dass wir so ineffizient unsere Nahrung produzieren. Also wenn ich Rindfleisch esse, dann ist das so ungefähr der schlechteste Ökofußabdruck, den man haben kann. Das ganze System leistet einen so winzigen Beitrag zur Welternährung, 2%, während es gewaltige negative Auswirkungen auf Klima und Artenvielfalt hat. Und mit einer Ernährungswende hin zu hauptsächlich pflanzlicher Nahrung könnten wir die Agrarflächen immens reduzieren und der Natur viel mehr Raum geben. Da haben wir die Grafik, wo die Flächen aufgezeigt sind. Gibt es hier eigentlich noch so einen Laserpointer? Nee. Ja? Wo muss ich drauf? Egal, ich zeige euch mit dem Finger. Ganz oben sehen wir die gesamte Erdoberfläche und nur 29% davon sind Land, der Rest sind Meere, da können wir kein Essen anbauen. Von dieser Landoberfläche
sind 71% nutzbares Land. Das ist das Land, was wir als Menschen irgendwie urbar machen können. Und Sie sehen rechts, sind die 10% sind Gletscher, Wüsten und so weiter. So, und von diesem nutzbaren Land belegt die Landwirtschaft 50%. Die Hälfte des nutzbaren Landes benutzen wir, um Essen zu produzieren. 37% sind Wälder, 11% Buschland und so weiter. Diese Wälder sind hauptsächlich aber auch keine Urwälder mehr, sondern auch häufig Wirtschaftswälder, die angepflanzt und ständig wieder gerodet werden oder wo immer wieder Holz entnommen wird. Und da sehen Sie dann 1%, das sind hier die Städte und Steinvorgärten. Ja, also wenn wir die alle grün machen, dann haben wir noch nicht allzu viel geschafft. Und 1% sind Flüsse, Seen und so weiter. Und wenn wir jetzt dieses landwirtschaftliche Land, diese Agrarflächen uns anschauen, dann sehen wir, 77% davon werden benutzt, um Tierprodukte herzustellen. Aber, das ist jetzt die nächste Zeile, diese Tierprodukte, die auf den 77% der landwirtschaftlichen Flächen angebaut werden, die liefern uns nur 18% der weltweit verzehrten Kalorien. Und umgekehrt, auf diesem 23% Land wird Ernährung für den direkten menschlichen Verzehr angebaut und der liefert wiederum, oder diese Lebensmittel liefern wiederum 82% der verzehrten Kalorien. Bei den Proteinen ist es noch ein bisschen mehr, also die Tierprodukte bringen ein bisschen mehr Protein mit, aber von 77% Landnutzung auf 37% Proteine ist auch nicht besonders effizient. Also wir sehen, wir verschwenden dabei sehr, sehr viel und es liegt daran, weil wir quasi den Umweg übers Tier machen. Ja, also wenn ich 100 Kalorien essen möchte und pflanze die auf dem Feld an, nehme ich die vom Feld, esse die, habe 100 Kalorien gegessen. Wenn ich die in Form von Fleisch, Milch und Eiern essen möchte, dann muss ich ungefähr 1000 Kalorien anpflanzen, die verfüttere ich an ein Tier. Und dieses Tier braucht die Kalorien für die Körperwärme, für die Bewegungsenergie, veratmet Treibhausgase, verliert Gülle und Jauche und am Ende bleiben Schlachtabfälle über. Und nur 10% dieser 1000 Kalorien, die ich ins Tier reingefüttert habe, habe ich am Ende in Form eines Tierproduktes auf dem Teller und esse 100 Kalorien. Das heißt, wir verschwenden 90%, wenn wir den Umweg übers Tier gehen. Das ist bei Rindfleisch noch viel schlimmer, diese Ineffizienz. Bei Hühnerfleisch ist es ein bisschen besser, ein bisschen weniger schlimm, sage ich lieber. Aber im Schnitt sind das so 10%, die dabei verloren gehen, wenn wir da den Umweg übers Tier machen. Wenn wir uns mal die einzelnen Lebensmittel angucken, weil das ist ja die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir im Supermarkt stehen, was kaufe ich denn heute, was esse ich heute, was lege ich auf meinen Teller, dann sehen wir, die rot markierten Lebensmittel, das sind Tierprodukte und die grün markierten Lebensmittel, das sind pflanzliche Produkte. Und wir sehen im Allgemeinen, das ist jetzt der Landverbrauch pro Kilogramm Lebensmittel, wir sehen im Allgemeinen sind die Tierprodukte, haben die einen riesigen Landverbrauch. Und da oben sehen wir noch zwei grüne oder drei grüne, die dazwischen sind bei den größeren. Das ist Schokolade und Kaffee. Braucht auch sehr viel Land. Ist zwar vegan, aber auch nicht so sexy für die Artenvielfalt und für die Umwelt. Scheiße, ne? Finde ich auch. Aber man gewöhnt sich dran, Wasser zu trinken statt Kaffee. Ist auch gesünder. Schauen wir mal weiter. Zum Thema Klimawandel, Treibhausgasemissionen. Aus der Studie von Sandström et al. 2018 sind diese Anteile der Treibhausgasemissionen aus unserer Ernährung ermittelt worden. Und dort sind die einzelnen Staaten, aber oben der europäische Durchschnitt sagt, 83% der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen kommen aus Milchprodukten, Fleisch und Eier. Und die restlichen 17% kommen aus Wurzeln, Früchten, Cerealien, Getränken, Öle und so weiter. Und da sehen wir, der allergrößte Teil der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen kommt halt aus Tierprodukten. Nochmal zum Klimawandel, das ist nochmal aufgeteilt in die verschiedenen Lebensmittel. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil es so bunt ist. Die verschiedenen Farben, das sehen Sie hier,
stehen für Landnutzungsänderung, Landwirtschaft, Tierfutter, also was wir zum Beispiel Brandroden oder Ökosysteme zerstören, was auf dem Bauernhof emittiert wird, also in Form von Treibhausgasen vom Trecker bei der Ernte, aber auch in Form von Emissionen der Tiere, ne? wenn die Kühe rülpsen, werden es eben schon das Methan. Und Tierfutter ist natürlich, sind Treibhausgase, die entstehen beim Anbau des Tierfutters, wie zum Beispiel Lachgas durch Kunstdünger. Und Lachgas ist auch ein sehr, sehr potentes Treibhausgas. Und Sie sehen, grün, braun und orange sind eigentlich so die größten Flächen. Und der Rest, Verarbeitung, Transport, Handel, Verpackung, das ist so dieser kleine Rest, der immer ganz rechts ist. Das bedeutet, ich höre häufig die Aussage, ja, aber wenn ich regional und saisonal esse, dann ist alles gut. Falsch. Wenn ich pflanzlich esse, habe ich den größten Schritt gemacht. Und wenn ich darüber hinaus dann noch regional und saisonal und am besten Bio kaufe, dann habe ich noch einen größeren Schritt gemacht. Aber der wirklich große Unterschied ist zwischen Tierprodukt und pflanzlichen Produkt. Wenn wir uns mal oben das Rindfleisch anschauen, wenn ich das jetzt vom Bauern von nebenan hole, anstatt aus Argentinien, dann spare ich da oben diesen kleinen roten Balken für Transport. Also das ist dann vielleicht ein Prozent, was ich den Fußabdruck dieses Rindfleisches verbessern kann. Aber wenn ich mich für pflanzliche Produkte entscheide, kann ich 90% des Fußabdrucks verbessern. Natürlich, wenn ich mir jetzt so einen Apfel anschaue, ob der aus Neuseeland kommt oder vom Bauern von nebenan, das macht einen Riesenunterschied. Weil er sowieso schon so einen kleinen Fußabdruck hat. Ich kann den Fußabdruck sogar noch halbieren, wenn ich den Apfel aus der Region hole und aus der Saison hole. Ja? Oder in der Saison hole. So, schauen wir mal die Umweltverschmutzung an. Das ist auch eine planetare Belastung, das Ganze nennt sich Novel Entities. Das sind quasi chemische Verbindungen, die wir Menschen erfinden und in die Umwelt einbringen. Und da sehen Sie Pestizide, das ist das hier, und Antibiotika, das ist das hier mit den Dreiecken, sind zwei ziemlich große Faktoren, die halt in der Landwirtschaft ausgebracht werden und in die Umwelt kommen. Und weil wir für Tierprodukte natürlich viel mehr Flächen bewirtschaften. Wir haben es ja eben gesehen, wir müssen ungefähr das Zehnfache in die Tiere reinfüttern, um das Einfache am Ende rauszubekommen. Ist natürlich auch der Einsatz von Pestiziden, insbesondere Antibiotika, geht natürlich nur in die Tiermast, abgesehen von den Antibiotika für die Menschen. Ist das natürlich auch ein riesengroßer Faktor fürs Artensterben. Schauen wir nochmal zu den Eutrophierungen. Das sind quasi Emissionen, die Bodenqualität verschlechtern. Und auch da wieder sortiert nach Lebensmittelgruppen. Und wir sehen auch hier, Tierprodukte haben im Allgemeinen viel, viel größere eutrophierende Emissionen als pflanzliche Lebensmittel. Das heißt, auch die Bodenfruchtbarkeit, die wir brauchen, um nachhaltig Lebensmittel zu produzieren, ist stark davon abhängig, ob wir diesen Boden ausnutzen und Tierprodukte am Ende damit herstellen oder ob wir ihn schonen und pflanzliche Produkte herstellen. Auch zum Thema Eutrophierung und Umweltverschmutzung durch Überdüngung, ein super Buch, empfehle ich jedem und jeder. Globale Überdosis Stickstoff, das ist so ein Thema, das kaum Beachtung findet. Alle sprechen immer über Treibhausgase, aber Stickstoff ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil wir zu viel davon haben. Ursprünglich war auf diesem Planeten relativ wenig Stickstoff und als wir das Haber-Bosch-Verfahren entwickelt haben, haben wir halt die Fähigkeit erlangt, Stickstoff aus der Atmosphäre zu ziehen, aus der Luft zu ziehen, unter hohem Energieeinsatz, das heißt, es werden fossile Energien verbrannt, um diesen Kunstdünger herzustellen. Ist also erstmal für Treibhausgase verantwortlich. Und darüber hinaus sorgt dieser Stickstoff dann für viele Umweltbelastungen. Ich lese mal einfach vor. Bei der Herstellung von pflanzlichen Lebensmitteln werden in der Regel, deutlich weniger Treibhausgase frei und es gelangt zumeist auch deutlich weniger reaktiver Stickstoff in die Umwelt als bei der Herstellung von tierischen Produkten. Wenn wir uns jetzt mal Mais und Rindfleisch miteinander vergleichen, von 100 Stickstoffatomen, die wir teuer als Kunstdünger hergestellt haben und aufs Land werfen, um zu düngen, landen auf dem Teller bei Mais 42 Stickstoffatome und bei Rindfleisch nur 11.
Der Rest geht in die Umwelt und richtet dort Schaden. Und ein wunderschöner Satz in diesem Buch, die Autorin selbst ist nicht vegan, aber ich finde die Erkenntnis da reinzuschreiben, wenn man schon darüber recherchiert, finde ich groß von ihr, das passiert nicht häufig. Falls Sie vegan leben, herzlichen Glückwunsch. Sie tragen durch weniger Überdüngung zu besserer Luft, sauberem Wasser und mehr Tier- und Pflanzenwohl draußen in der Natur bei. Also auch da, je pflanzlicher unsere Ernährung ist, desto weniger Stickstoffüberdüngung produzieren wir in der Welt. Jetzt kommt wahrscheinlich in Ihnen die Frage, was kann ich denn dann noch essen? Was kann ich denn dann noch essen? Keine Angst, es gibt 30.000 verschiedene essbare Pflanzen auf diesem Planeten. Häufig machen wir den Fehler, wir stellen uns unser Tellerchen vor, da ist das Schnitzel und die Kartoffel und dann denken wir das Schnitzel weg und denken, soll ich jetzt nur noch trockene Kartoffel essen? Aber wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, neue Rezepte finden, es gibt so viele unfassbar leckere pflanzliche Gerichte, dass wir gar nichts vermissen. Die nächste Frage wäre vielleicht, was sollte ich nicht mehr essen? Und da ist die Antwort natürlich, diese wundervollen Tiere, Rind, Schwein und Huhn, sollten wir nicht mehr essen. Und, wir hatten es eben gesehen, da haben sie gesagt, scheiße, Kaffee und Schokolade ist auch nicht so sexy, wir haben gesehen, Treibhausgase, Landnutzungsänderung. Also, vegan allein ist nicht die Lösung, sondern wir müssen insbesondere die klima- und umweltschädlichen Lebensmittel weglassen. Und dann gehört Kaffee auch dazu. Aber wie gesagt, es ist gesünder, wenn man Wasser trinkt stattdessen. Natürlich stehe ich jetzt hier nicht dran und sage, ihr müsst alle sofort vegan werden. Ich sage nur, aufgrund dieser Information wäre es sinnvoll, wenn wir alle darüber nachdenken, uns relativ bald, relativ überwiegend pflanzlich zu ernähren. Und wer das Ziel hat, vegan zu werden, herzlichen Glückwunsch. Sie tragen am wenigsten zum Artensterben bei. Letzte Folie, ein Aufruf. Es wäre schön, wenn Sie unsere eigene Petition mittragen und unterschreiben, nämlich, dass wir den Landwirtschaftsminister Özdemir bzw. Herrn FDP Lindner bitten, doch mal die Mehrwertsteuer zu senken auf Lebensmittel, die unseren Planeten schaden. Die Treibhausgase produzieren, Artensterben produzieren und so weiter. Und die Lebensmittel auf klima- und umweltfreundliche, die Mehrwertsteuer auf klima- und umweltfreundliche Lebensmittel auf Null zu senken, das wäre super. Und es gibt darüber hinaus eine internationale Kampagne, für die ich tätig bin, das ist der Plant-Based Treaty. Wir fordern global die Regierungen der Welt auf, erstens keine weitere Expansion der Tierindustrie, die aktive Transformation unseres Agrar- und Ernährungssystems hin zu einem pflanzenbasierten System und die Wiederaufforstung der frei werdenden Flächen. Entschuldigung, ich habe gerade ein Handzeichen bekommen, wir müssen zeitlich uns im Rahmen halten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie alle denken mal drüber nach. Dankeschön. Stellt euch das mal vor, kommt und singt mit uns im Chor. Und lasst uns tanzen. Denn alles Leben retten wir mit Pflanzen.